Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. So, dann wollen wir den Weg hier mal fortführen und fertig machen. Ist ja wieder ein Baum geworden hier, ne? Sehr stylisch. So, der sollte von sich aus verschwinden. Das passt ganz gut. Was haben wir hier noch? Ein Baumstamm drin. Jo. Genau. Das Gute jetzt ist, ich kann erstmal den Weg bauen. Oh je. Einmal kurz auf den Knopf gedrückt. Den Maus-Button und schon ist wieder einer zu viel. Wieder ein Schäfchen. Ich finde das gut, dass die Viecher hier rumrennen. Die Weise brauche ich nämlich nicht meine Schafe groß umsiedeln später, sondern ich kann die einfach hier in der Natur einfangen, kann die dann rüberbringen zu meiner Farm. Ja, da hinten, also hinter dem Berg. Habe noch mal neu zu errichten die Schaffarm und dann kann ich die da neu einfärben. Zumindest sofern ich den Farbstoff habe, weil so einige Schafe, die habe ich ja, die sind ja entstanden durch die Durchkreuzen der verschiedenen Schafe. Das heißt, Durchkreuzen der verschiedenen angemalten Schafe. Ich glaube nicht, dass ich alle Farben habe. Also alle Farbstoffe. Ich meine, da fehlten mir noch so einige. Wenn schon Weg dann noch richtig, dann machen wir hier auch noch den Weg richtig. Fertig. Jetzt nehmen wir auch da weg. So. Ah, das macht doch gleich schon einen ganz anderen Eindruck.
Ich finde, das hat was. Gegenüber vorher. Der ist eigentlich ganz gut drauf. Ob ich den Felsen hier so lasse, weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich mir da auch noch was anderes zu einfallen. Man könnte vielleicht an diesen Stellen auch Erde hinmachen. Und die dann abklopfen. Also nicht die Erde, sondern die Wiese. So dass man diesen... Ich weiß nicht, wie man diesen Weg hat, der in den Einwohnerdörfern dann so ist. So. Der Weg selbst wäre dann ja schon fast fertig. Aber hier fehlt noch ein bisschen. Möchte ich nicht, dass man hier die Seiten von diesen oder die Flanken von diesem Weg so sieht. Deswegen kommt hier auf jeden Fall noch Erde. Ungefähr so. Das Ganze noch ein bisschen beleuchten. Alter, da hinten stehen zwei Hexen rum. Nicht ungefährlich. Egal. In. Einer hat mich doch erwischt. So, was ist denn hier gefallen, schönes? Glasflasche. Dank der Direktheilung. Den werde ich jetzt aber nicht verbaseln dafür. Und 7 Glowstone-Stone. Ist doch gut. Bin noch gegiftet. Auf. So, jetzt aber. Genug Gift gefressen hier. Komm her, schon. Das Skelett killen und was mache ich? Unkraut jeden. Super. Perfekt. So, da bin ich mal so frei und nehme mal da unten den Baumstamm weg. Den Baum setze ich mal da. Ah. Locke ich mal hier rüber. Eigentlich wollte ich den Creeper zum Skelett locken, um das Skelett damit zu killen. Ja. Na gut, also. Einmal hier. Einer kommt hier.
So ungefähr. Na komm, dann mache ich hier auch noch einen. Denn schon, denn schon. Nehme ich die Blöcke, da kommen ich Fackeln drauf und dann ist das. Irgendwie habe ich das Gefühl, überall, wo ich irgendwas hinbaue, bin ich anschließend alles am Begradigen. So das ganze Gelände und nachher sieht das überall anders aus. So als ob ich einmal mit dem Bulldozer durchgefahren wäre und alles gerade geschoben hätte. Irgendwie kann man da nicht aus seiner Haut. Ne? Das mache ich auch ständig bei, was habe ich ja bei dem anderen, Kreativmodus habe ich das ja auch ständig gemacht. Und irgendwie scheine ich das hier dann auch weiterzumachen. Ach, noch eine Hexe. Irgendwo muss hier ein Nest sein. Die konnte jetzt nichts mehr werfen. So, wieder was Schönes gekriegt. Diesmal nicht. Zu schnell gekillt. Er hatte nicht Zeit, was zu droppen. So, dann werde ich mir jetzt mal ein paar Akazien-Setzlinge schnappen und die werde ich hier noch einpflanzen. Oh. Also ein Sniper hier. Und noch ein Sniper hinterm Baum. Statt die Skelette zu killen, bin ich hier die ganze Zeit am... Könnt ihr auch mal aufhören zu spawnen, ihr Viecher? Boah, was? Alter, wie viele Viecher sind das? Wir hatten jetzt aber eine ganz gute Spawnrate, weil die waren ja nicht von Anfang an da. So, sehr schön. Und das entschwindet. Und hier bastel ich mir jetzt noch ein paar Akazien hin. Da, da, da. Auch. Hey. Skelett ignoriere ich mal kurz noch ein bisschen. So. Meine Setzlinge sind alle. Gehen wir mal ein Skelett platt machen. Ja, Skelett im Freiflug. Ah. Doch. Das hat irgendwie was. Aber
aber hier zwischen in den Reihen oder so, da ist noch nicht wieder was aufgetaucht, ne? Also, dass da jetzt irgendwie. Was? Das ist aber. Ich glaube, das ist falsch. Ein Creeper in meine Halle. Und ich glaube, da oben lief auch noch irgendwas drauf rum. Sollten normalerweise gar nicht spawnen können. Tun sie aber trotzdem. Na gut. Ich glaube, die Laternen sind zu weit auseinander. Deswegen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber gut. Ist nicht schlimm. Wir können sie ja killen. Da jetzt noch 1000 Fackeln zwischenbaue, sieht das auch nicht besser aus. So, dann wollen wir mal unsere Errungenschaften in Sicherheit bringen. Verrottetes Fleisch, Fichtenholz, Zucker, Akazie, Erde, Schwarzpulver, Stein. Ja, Bruchsteintreppe, die habe ich ja von hier. Weizenkörner. Geerntet beim Skelettejagen. So, Redstone. Glowstone-Staub, Pfeile und Knochen. Den Bogen, den kann ich eigentlich immer wieder mit diesen ganzen Bögen jetzt zusammenschrauben. So. Ich dann etwas weniger Lagerfläche. So. Wieder ein heiler Bogen. Unangebrochener. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Dingern hier machen soll. Immer noch nicht. Ich krieg's hier nicht eingeschmolzen, die goldenen Schwerter. Oder vielleicht doch. Vielleicht kriege ich die Umgehung nicht eingeschmolzen. Vielleicht kann ich die ja im Nether einschmelzen. Nie ausprobiert. Ich werde das mal testen. Ich werde mir mal einen Ofen bauen, werde den mal mit rübernehmen in den Nether und dann mal gucken, ob ich den da drüben einschmelzen kann. So. Schnappe ich mir mal so einen Stack Kohle mit. Das wäre eine Möglichkeit. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, weil Wasser ist es ja ähnlich. Ich kann ja im, das heißt, da gibt es ja auch Unterschiede. Wasser kann ich jetzt zum Beispiel auch nicht mit rübernehmen. vielleicht bin ich ja dann in der Lage, vielleicht bin ich ja in der Lage, hier drüben im Nether die Sachen einzuschmelzen. Basteln wir uns mal so einen Ofen in die Ecke. Rein. Werfen. Auch dieses geht nicht. Hätte ja mal sein.
Na, hätte ja mal sein können. Wüsste jetzt auch nicht wie. Heimlassen Dunst, wie ich das Zeug zerlegen kann. Laut den Notes in dem bei Minecraft Wiki soll man die Dinger im Ofen einschmelzen können. Und da dann Gold draus machen. Wie gesagt, hätte ja mal sein können, dass das so funktioniert. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Immer was. Oh, Zuckerrohr mitnehmen hier. Ein bisschen Papierrohstoffe. Craften, dann habe ich wieder Platz. Ich glaube, so ist das besser. So, noch ein bisschen Papierherstellung betrieben. Oh, und jetzt gehen wir noch auf die Schere. Okay, das war ja nur ein. Das war nur eine Versuchsschere. Haltbarkeit draufgepackt gehabt. Die kann ruhig kaputt gehen, dann ist mir weiter schon. Lass mich mal hier rein, Jungs. Wir wollen mich nicht erreichen. Hört sich immer gut an. Stell mir das immer so vor, wenn jetzt wirklich so ein Hühnchen auf dem Bauernhof ist, da geht so ein echt, nur du gehst dran vorbei und sagst, plopp. Die Hühner müssten doch eigentlich den ganzen Tag Achen überlegen. Vielleicht gackern die deswegen so viel. Das ist kein Gackern, das ist Lachen. Legegeräusch. Naja, den meisten Legehennen geht es ja nicht ganz so gut. Aber wir sind ja jetzt gedanklich auf dem Bauernhof, nicht
Großbetrieben. So, dann machen wir zu. So, da kriegen wir noch was. Nicht wahr, oder? Gerade raus, ey, schon wieder ein Schaf. Und das meine ich, hier sind Farben bei, zum Beispiel braun. Es gibt hier irgendwo, da, einen braunen Schaf. Keine Ahnung, durch welche Farbmischung das entstanden ist. Bin mir ziemlich sicher, ich habe keinen braunen Schaf. Aber auch kein Schaf braun gefärbt. So. Jetzt mal wieder raus hier. Du bist ja irre bei. Ja, schon wieder eins geflohen hier. Gehen wir jetzt nach draußen hier. Das Ding dazu. Oh, einmal haben wir. Oh, die Spanne sind aber auch schon ganz schön viel geworden wieder. Noch ein Fruchtschaf und noch ein Fruchtschaf. Das Grüne. Und noch ein Bad. Sind die schnell, ey. Waren das alle? Die geflüchtet waren oder laufen wir noch hier? Nö, das scheinen sie dann wohl gewesen zu sein. Ja, guck mal. Oh, wieder ein bisschen Wolle rangeschafft hier im Weg. Und sowas, das stelle ich mir halt in groß vor. Das möchte ich halt hinten noch bauen. Schöne große Gehege, wo die ja nicht so gedrängt drin sind. Jede Farbe einzeln, schön in der Mitte mit der jeweils einem Laufweg verbunden das Ganze und dann kann das losgehen. Da brauche ich nämlich nur noch durch und die Schafe scheren und dann passt. Und dann kriege ich von diesen Farben hier ganz, ganz viel zusammen. Zusammengekriegt. Ja. So, das Fleisch kommt in den Ofen. Ja gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.